Für Stuttgart 21 werden gut 59 Kilometer Tunnelröhren gebaut. Davon sind 49 Kilometer bereits gegraben. 4 lange Tunnel verbinden den Durchgangsbahnhof mit dem bestehenden Netz. Einer davon ist der Tunnel Ober- und Untertürkheim. Am 13. November 2019 wurde ein weiterer Meilenstein des Baufortschritts erreicht: der Tunneldurchschlag am Portal Untertürkheim. Die Besonderheit dieser Baustelle ist die Lage inmitten eines Gleisfeldes. Auf engem Raum wird hier die Rampe gebaut, die den Tunnel mit den oberirdischen Gleisen verbindet. Der Tunnel ist bereits bis an die Rückseite dieser Wand vorgetrieben. Mit einem Bohrer wird der Bereich des ersten Durchschlags vorbereitet. Dann setzt der Tunnelbagger mit seinem Meißel an. Zum ersten Mal fällt Tageslicht in den Tunnel unter Türkheim. Von hier aus ist jetzt ein 15 Kilometer langer Spaziergang über 165 Höhenmeter hinauf auf die Filderebene möglich, vollständig durch Tunnel.